So, es geht auch gleich weiter mit der Folge 36. Die packen wir, wie gesagt, gleich mal aus. Diesmal ohne viel Plastik. Gut. Ein erster Blick ins Heft. Wir bekommen heute Radkastenträger und Radkastenhalterung und nur zwei Schrauben. So viele Teile und nur zwei Schrauben. Ich befürchte mal, wir schrauben das nur zusammen. Okay, ja, so sieht's aus. Und was kommt jetzt? Witzige futuristische Mode. Wieso? Die laufen doch heute so rum. und dann noch traumhaftes Angebot. Naja. Was ist das jetzt hier? Außer sich vor Wut. Ja, manchmal kann man das sein beim Modellbau. Dann hilft nur Beherrschung. So, amerikanische Mode war ganz anders. Was ist die Mode in London? Ja, mit Klamotten. Ist nicht so mein Ding. Und das ist... Ah ja, gut. Kommen nochmal Radkästen. In dem Sinne, schrauben wir mal schnell was zusammen. Und... Wow. Potenzial für Fehler. AP-Schrauben. Gut. Kann man auch ein bisschen rauszoomen? Kann man nicht. Irgendwie habe ich eine ganz komische Kameraposition. Das Modell kann ich jetzt eigentlich weiter wegstellen. Das brauchen wir heute nicht. Und dann machen wir mal hier den Beutel auf. Gewinnausschüttung. So. Das kommt weg. Huhaha. Und wir drehen das mal so wie in der Anleitung. So, das Ding. Und was könnte passen? Moment, Moment, Moment. Irgendwas passt nicht, irgendwas stimmt nicht. Wo ist die Einkerbung? Ach, davon. Einkerbung. Diese Einkerbung hier. Und dann nimmt man Teil. Dieses. Nochmal gucken. Oder? Doch. Doch. Ja, dieser Zapfen hier. Dieser Zapfen kommt dann da rein und alles wird gut. AP-Schraube. AP. Und da. Das könnte auch wieder eine kurze Folge werden. Ne, der Zapfen ist mir nie rausgerutscht. Der ist noch drin. So, und jetzt nicht so viel Kraft. So, Lichtprobe. Nein, das passt. Das passt. So, jetzt die andere. Genauso. Genauso ist genauso. Also wieder der Zapfen hier. Da rein. Oh, ihr wisst schon, wie es gemeint ist. Das Teil ist gemein. AP-Schraube. Wer zählt eigentlich die Schrauben immer so genau ab? Ist das Handarbeit? Immer eine Schraube mehr. Das ist sowas von genial. Das wünscht man sich bei manchen Bowl-Teilen auch. Vor allem bei den kleinen Filigranen, die ich bis heute nie gefunden habe. Am Motor,
Irgend so Zündverteiler-Gedöns. Da muss ich auch nochmal gucken, ob ich mir das Ding mit Resin nachbaue oder ob ich nur eine Folge kaufe. Je nach Lust und Laune. So, das sind die zwei Radkästenhalterungen. Und das war's. Oh, das war kurz. Kurz und schnurzlos. Okay, bis zum nächsten Mal. Beim Radkästenbau. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Tschüss, euer Mettelsmann. Bye.